So, im letzten Video hatten wir ja unsere ganzen Menüeinstellungen hier gemacht, unser Menü nach oben geschoben, hier ein bisschen was gemacht, in die ganzen einzelnen Menüs hier richtig angepasst. So, nach unserem Punktesystem hier kommen wir jetzt zur MS-Config, ganz kurz, das wird nicht lange dauern. Drücken einfach Windows R, kommen wieder in die CMD-Befehlskonsole und in dieser Konsole wollen wir wiedermals Befehle eingeben. In dem Fall geben wir ein einfach ms config. So, da öffnet sich dieses Fenster. Hier sollten wir gar nichts tun. Bei Start sind die Betriebssysteme, die innerhalb des Betriebssystems laufen, und das Timeout für das Betriebssystem sozusagen. Dann haben wir hier noch die Dienste. Das ist jetzt der Punkt, der für uns wichtig ist. Leider kann man das Feld hier nicht größer machen. Die Dienste, genau. Da haben wir so ein paar Dienste. Hier ist es noch nicht viel drauf. Der Adobe Flash Player wird bei Windows 7 mitgeliefert. Den sollten wir auch als Dienst drin lassen. Dann haben wir so Sachen wie Bluetooth-Unterstützungsdienst. Wer Bluetooth im Rechner hat oder es jemals vorhat zu nutzen, lässt diesen Dienst an. Dienste sind immer Programme oder Abläufe, die genutzt werden von anderen Programmen. Also wenn man zum Beispiel hier diese Net Framework ausmacht, dann kommt man halt irgendwann nicht mehr ins Internet, ne? So simpel ist das schon. Genau wie die DNS-Clients sollte man auf jeden Fall da lassen. Fax ist auch was mit Internetkommunikation, wenn man online Fax verschicken möchte oder ähnliches. Man weiß es nie. Also jetzt bei diesem neuen Betriebssystem braucht man hier noch nicht wirklich was tun. Das ist alles schon vorgeliefert. Was man machen kann, nicht machen muss, ist den Dienst für Windows Update entfernen. Ups, Entschuldigung, da kommt das Fenster. Das ist halt der Punkt, die Windows Updates rauszunehmen. Wer jetzt vielleicht eine sehr alte Kopie von Windows XP hat und seine Key verloren oder so und sich dann über Freunde, Bekannte, Verwandte eine neue besorgt hat und nicht sicher ist, ob denn ganz legal ist, macht halt die Windows-Updates hierbei aus. Das kann er dann manuell konfigurieren, dass da keine Updates gezogen werden, die nicht nötig sind. Dazu kommt dann was bei meiner Meinung. Systemstart wäre aber ein Punkt, der wichtig ist, und zwar bei uns hier zum Beispiel wollen wir ja die virtuellen Gast-Auditionen. Die brauchen wir einfach und die lassen wir auch an. Ansonsten haben wir keinen Zugriff hier groß. Im Nachhinein, wenn wir die Programme installiert haben, werden wir hier noch mehr Tools drin haben, die sie automatisch starten können. Hier ist es halt ein guter Punkt. Einfach über Systemstart hier oben in dem Reiter können wir auswählen, was wollen wir starten, was wollen wir nicht starten. Es gibt einen Haufen Spiele, nennen wir mal Hersteller wie Area Games oder Steam oder dergleichen. Oder Programme wie Skype, ICQ, MSN und so weiter, die sich so bösartig in die Systemstartleiste reinfressen, dass man die kaum noch rauskriegt. Bei manchen dieser Programme, die als Autostart gelten, also sich automatisch in die Autostart eintragen, hat man das Problem, die kriegt man so im Menü von dem Programm ja selber manchmal gar nicht raus. Dazu gibt es die MS-Config hier nochmal. Die MS-Config. Einfach MS-Config eintragen, dann kommt man dann hierher und hier drückt man einfach System starten. Dann sieht man, was wird überhaupt alles auf meinem Rechner gestartet. Ja. Hier kann man es sich auch relativ einfach machen bei Dienste, wenn man jetzt definitiv keine Windows-Dienste ausmachen will. In dem Fall Windows Update hatte ich gerade schon erklärt. Schon wieder mein Telefon, sorry. Kann man einfach Windows-Dienste ausblenden und dann kommt bloß nur die Sachen, die benötigt werden. Also ich empfehle auf jeden Fall Adobe Flash Player anzulassen. Java sollte auf jeden Fall installiert sein beim Rechner. Dazu dann mehr bei Programme, die auf jeden Fall benötigt werden. Wie gesagt, bei Programme und dergleichen ist für mich immer der Punkt, das ist immer meine Meinung. Jeder für sich selbst muss dann wissen, zum Beispiel welchen Browser mag er Google Chrome, mag er Firefox, Opera, Internet Explorer, ich glaube Safari gab es noch. Hier in dem Eintrag unter der MS-Config Systemstart tragen sich dann
auch, wie gerade schon erwähnt, verschiedene andere Hersteller auch ein. Und wenn man das einfach nicht will, geht man einfach hier rein, da ist man ganz sicher, dass das Ding gekillt ist. Nach dem Neustart kommt das auf jeden Fall nicht wieder. Das Programm, was man dann hier rausgenommen hat, wenn man ein Programm rausnimmt, einfach hier den Haken entfernen. Weil wir hier waren in dem Fall nicht. So, das wäre schon so viel zur MS-Config in dem Falle. Und damit hätten wir die MS-Config in unserem kleinen Feld hier auch schon abgehakt. Wunderhübsch. Strong S. Und schließen. Schließen. Bye.